Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sven und ich lebe schon seit fast 20 Jahren in Russland. Es ist jetzt 7:30 in der Früh, 22. Februar 2022. Dieses Video geht an alle russophoben, sanktionsfreundlichen Anti-Russland-Propagandisten. Ich möchte euch gerne mal was über den Russen erzählen. Erstens, den Russen, den Slawen, den Orthodoxen, den kann man nicht verstehen, wenn man nicht mal hier gewesen ist. Die Russen sind ein Bruder- und Schwestervolk. Für die Russen steht Familie an oberster Stelle. Scheißegal, wie gut oder wie schlecht man sich versteht. Dein Bruder oder deine Schwester steht immer an erster Stelle. Und man wird sich immer bis aufs Blut für seine Familie einsetzen. Wenn ihr eure Meinung habt, ist das super gut. Wir respektieren eure Meinung. Es ist schade, dass ihr nicht die Meinung der Russen respektiert oder akzeptiert, weil ihr denkt, dass ihr besser seid als alle anderen auf der Welt. Ihr werdet niemals verstehen, dass eure Sanktionen, die bringen nichts. Alle eure Sanktionen haben die Russen nur stärker gemacht. Und das wird auch so weitergehen. Und glaubt mir, seit 2014 ist Russland stärker denn je geworden. Russland verbindet sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Was macht die NATO? Denkt mal drüber nach. Die Russen beschützen ihre Brüder und Schwestern. Ich habe noch eine andere Frage. Welches Recht habt ihr, ein Urteil zu fällen über Menschen, die ihr gar nicht kennt? Wie hochnäsig muss man sein, sich das Recht herauszunehmen, so schlecht über Menschen zu sprechen, die dasselbe Blut haben wie jeder andere auf der Welt auch? Wenn ein Bruder und eine Schwester Russland um Hilfe bittet, dann wird Russland niemals, wirklich niemals den Rücken zudrehen und sagen, lasst uns in Ruhe. Daher gestern Abend das passiert, was eigentlich schon lange passieren musste. Ich sag's noch einmal, es ist nicht meine Aufgabe, euch davon zu überzeugen, dass alles super gut ist. Wenn ihr wirklich interessiert seid, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen möchtet, was, wo, wie, wann und so weiter und so fort, bin ich immer offen, euch alles zu erzählen. Aber unter einer Bedingung. Ich werde nicht schönreden und ich werde auch niemandem etwas vorlügen. Das können andere besser als ich. Eure Regierungen, eure Presse, glaubt nicht, dass wir das nicht mitbekommen. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich gehe jetzt schlafen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe euch alle lieb. Tschüss!